Also ich muss sagen, aktuell bin ich ziemlich happy mit meinem Kanal. Das macht total viel Spaß. Ich bin immer noch in Erfindung. Ich probiere immer noch viel rum mit den Kameras, mit dem Ton, mit dem Schnittprogramm. Ich habe noch so viele Ideen, die ich alle irgendwie mal umsetzen möchte, hoffentlich in dem einen oder anderen Video. Und ich bin super mega happy, dass ihr diese Videos schaut, dass ihr sie anklickt, dass ihr euer Abo dalasst. Das macht mich ziemlich happy. Bisher war es ja immer so, dass ich mir die Fahrzeuge gekauft habe. Es gab selten Anbieter, die gesagt haben, ja komm, hier hast du ein Fahrzeug, mal ein, zwei Wochen, probier das mal aus. Und so mal kurz um Block fahren, das ist halt eben absolut nicht meins, das wisst ihr ja. Und der Aufwand ist schon nicht ohne, ne? Das Fahrzeug muss beschafft werden, es muss hertransportiert werden, das Testvideo wird erstellt und dann muss man sich um den Verkauf kümmern. Deswegen bin ich ziemlich froh über jedes Abo, was ich mit reinbekomme, weil der Kanal einfach wächst und damit halt eben auch mein Einfluss nach draußen und da sehen natürlich auch andere. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass es dieses Video ohne eure Hilfe nicht geben würde. Ich treffe mich jetzt mit dem Thomas Kovac, einem der Mitgründer von Ari Motors, und bekomme einen Ari 90-2 für eine Woche zur Verfügung gestellt. Dafür schon mal vorab vielen, vielen Dank und euch jetzt viel Spaß bei diesem ausführlichen Test. Los geht's! Irgendwie fühlt sich das kriminell an, auf dem Parkplatz zu warten. Weiß auch nicht. Kick mal hin an und das mitten in Berlin, wa? Hey man, wo bleibst du denn? Keine Ahnung, ich zieh nix. Mann, zwischen 9 und 10 hat er gesagt, jetzt ist halb 11. Gibt's da gar nicht. Bin ja am Verbrennen. So, da steht dann nun der Ari 902, den ich jetzt eine Woche lang ausgiebig mit euch testen kann. In Deutschland gibt es ja verschiedene Fahrzeugklassen und der normalen PKW, den ihr so kennt, der hat die Fahrzeugklasse M1. Das steht dann auch in den Papieren drin und wir haben jetzt hier die Fahrzeugklasse L7E-CU. Und allein die Fahrzeugklasse sagt im Grunde schon was über dieses Fahrzeug aus. Diese Fahrzeuge der L6E, L7E-Klasse haben maximal 15 kW Motorleistung. L6E hat dann ein Moped-Kennzeichen bis 45 km/h. L7E ist dann im Grunde das Ganze ein bisschen schneller. Das sind meistens so zwischen 80 und 100 km/h, die Fahrzeuge dann fahren können. Gewichtstechnisch für Personenbeförderung dürfen diese Fahrzeuge maximal 450 Kilogramm wiegen, ohne Batterie, oder wenn sie gewerblich benutzt werden zum Transport von Waren oder Gütern, dann dürfen sie maximal 600 Kilo wiegen. Das Gute an der Gewichtsangabe ohne Batterien ist, dass wir im Grunde auch Fahrzeuge dann mit größeren Batterien ausstatten können. Dementsprechend bekommen sie mehr Reichweite. Das Schlechte an der ganzen Geschichte ist, es ist relativ schwierig, ein vernünftiges Fahrzeug auf die Beine zu stellen, was nur 450 Kilogramm wiegt. Und so ist es nicht sonderlich verwunderlich, dass L7E-Fahrzeuge wie der Twizy, wie der Silence S04, wie der Carver oder auch eben wie die Ari-Modelle im Grunde relativ spartanisch ausgestattet sind. Na klar, versucht man aus dem Innenraum, aus den Sitzen so das meiste hinauszuholen, was so geht. Aber dann gibt's halt eben zum Beispiel nur ein kleines Ladegerät, weil ein Ladegerät mit mehr Leistung halt einfach mehr Gewicht wieder mit sich bringt. Es gibt weniger Assistenzsysteme. Es gibt zum Beispiel auch in diesem Fahrzeug keine Airbags. Diese L7E-Regelung, die übrigens europaweit gilt, sagt auch aus, dass diese Fahrzeuge bis maximal 2 Personen besetzt werden dürfen. Es gibt zwar Fahrzeuge, die haben hinten noch eine kleine Sitzbank drin, die ist meistens klappbar. Allerdings sollte man die dann nur für die Handtasche oder für das Haustier benutzen. Ich finde diese Einstufung ziemlich wichtig. Es gibt schon einige Videos zu dem Ari 902 auf YouTube zu finden. Allerdings gibt es da auch einige, die das dann zum Beispiel mit einem Smart 4.2 vergleichen oder mit dem Dacia Spring. Das sind im Grunde Fahrzeuge, die dann bis zu 4 oder 5 Personen befördern können, die der M1-Klasse angehören. Das heißt also, wir sind halt eben in einer völlig anderen Fahrzeugklasse. Insofern sind die halt eben auch nicht wirklich vergleichbar. Also wisst ihr erstmal Bescheid und ihr braucht euch nicht zu wundern, wenn ich dieses Fahrzeug mit einem Microlino, mit einem Silence S04, mit der Orange oder mit dem Twizy vergleiche. Nicht nur von außen wirkt der Ari schon ziemlich erwachsen, sondern auch im Innenraum. Wir haben hier überall dieses wiederkehrende Kunstleder in Rot mit schwarzem Kunststoff abgesetzt. Das sieht alles ziemlich schick aus, auch mit den schwarzen Nähten hier. Wir haben jetzt hier vorne den Türgriff, Kunststoff vermute ich mal, den Heber für die Scheiben. Wir haben unten die Lautsprecher, hier oben nochmal den Hochtöner drin, ein kleines Netz zum für Kleinkram, dass es nicht im Auto rumpolken kann. Und das mutet alles schon ziemlich hochwertig an, muss ich ehrlich sagen. Das Rot findet sich auch in der Mittelkonsole und in den Fußmatten wieder. Im Beifahrerraum haben wir ein richtiges Handschuhfach. Das ist in der Klasse doch relativ selten. Ein ziemlich eigenwilliges, aber echt schickes gestaltetes Cockpit.
Mit einem Touchscreen, hier können wir das Handy mit verbinden. Es gibt noch die Option eines DAB-Radios. Dann steht das hier so ein bisschen weiter vor. Gleich darunter ist die Leiste für die Heizung mit dem Warnblinker, Temperatur, Scheibenentfroster und. Das kenne ich nur aus dem Trabi, ist, dass wir jetzt hier zwischen Fahrer- und Beifahrersitz im Grunde keinen Tunnel mehr haben. Das finde ich total cool. In der Mittelarmlehne gibt es noch einen Getränkehalter. Wir haben hier wieder unseren roten Streifen, den Gangwahlhebel und hier vorne ein kleines Fach fürs Smartphone. Bei der Pedalerie gibt es die Feststellbremse, die Fußbremse und das Gaspedal. Auch als Fahrer vermisst man nichts. Wir haben also ein vernünftiges Lenkrad. Das ist natürlich jetzt hier mit ziemlich viel Hartplastik umrandet. Fühlt sich aber trotzdem ziemlich sportlich an. Gerade für große Fahrer finde ich das hier ziemlich spannend. Wir haben hier also einfach ein bisschen mehr Platz für die Beine. Auf der linken Seite haben wir den Lenkstock dann im Grunde für das Licht, Abblendlicht, Fernlicht, Nebelschlussleuchte und sowas alles. Und auf der rechten Seite ganz, wie man es bisher kennt, für den Scheibenwischer. Auch das Display ist ziemlich aufgeräumt. Wir sehen auf einen Blick alles, was wichtig ist. Also wir haben die Uhrzeit mit drin, gefahrene Geschwindigkeit und den Akkustand und die Gesamtkilometerleistung und die Restfahrkilometer, die noch im Akku sind. Also alles gut auf einen Blick ablesbar. So, dann geht's jetzt aber endlich los. Sehr schön. Also Ari hat so ein tolles Fahrgefühl, ich hätte schwören können, dass ich ganz vorne anstehe. Ist ja wie bei der Challenge beim E-Cannonball letztens mit den 80 cm Abstand. Also mit dem hätte ich total versagt. Wir haben jetzt verschiedene Arten, den Ari 902 aufzuladen. Wenn ihr wie ich in einer Mietswohnung wohnt und lediglich nur öffentlich laden könnt, dann bietet es sich an, mit einem Typ-2-Kabel über die Typ-2-Dose dieses Nasenladers zu laden. Dazu einfach die Klappe öffnen. Und dann sehen wir auch schon unseren Typ-2-Anschluss. Hier im Kofferraum haben wir auch nochmal das Schokoladekabel. Darauf kommen wir aber später nochmal zu sprechen. Ja, das Ganze ist denkbar einfach. Wir verbinden jetzt den Typ-2-Stecker mit der Typ-2-Dose am Fahrzeug. Dann nehmen wir entweder eine Ladekarte oder die Lade-App, starten den Ladevorgang. Natürlich an der passenden Säule. Dann hören wir auch schon klack, klack. Und dann stecken wir das Ladekabel einfach ein. Im schlecht ablesbaren Display sehen wir jetzt, dass die Ladeleistung hochgeht. Wir sehen die Ladedauer und oben sehen wir das, was wir dann nachher eingeladen haben. Da haben wir auch schon das Peak erreicht. Mit 1,6 kW lädt er also in der Spitze genau wie die Orange und damit ist der Akku im Grunde nach 6 bis 8 Stunden voll. Kleiner Nachteil, bei den meisten Ladeanbietern gibt es nach 4 Stunden Ladedauer eine Strafzahlung. Das heißt also pro Minute gibt es ein paar Cent, das sollen glaube ich maximal 12 Euro Strafe sein. Das metert dann schon ganz ordentlich. Das heißt, ihr solltet hier darauf achten, dass ihr höchstens 4 Stunden ladet und dann das Auto wegfahrt. Im Ari selber sieht so ein bisschen aus wie auf einem Handybildschirm. Wir sehen also ganz oben links, dass der Stecker angesteckt ist. Das heißt, wir können jetzt also nicht losfahren. Wir laden jetzt gerade mit 18 Ampere. Da steht jetzt minus 18, weil das ist das, was jetzt in den Akku reinfließt. Ne? Wenn es rausgeht, dann geht es in den Plusbereich. Und wir haben jetzt hier 87%. Jetzt mag der eine oder andere sagen, ja Mensch, 1,6 kW, das ist ja in der heutigen Zeit praktisch gar nichts mehr. Bei diesem Fahrzeug geht es im Grunde darum, den täglichen Bedarf über die Schoko-Steckdose größtenteils zu decken. Das heißt also, wenn ihr jetzt eine Garage habt oder einen Stellplatz oder irgendwie sowas, dann kann man das im Grunde über Schoko laden über Nacht. Dann ist es am nächsten Morgen immer wieder voll. Ihr habt dann um die 100 Kilometer Reichweite. Wenn wir das jetzt wie wir hier öffentlich laden, dann haben wir bei einem Verbrauch von etwa 9 Kilowattstunden in etwa 75 Kilometer, die wir in diesen 4 Stunden nachladen können. An der Stelle zieht... Alter, Manni, so ein Krach. An dieser Stelle zitiere ich gerne... Ey, wir hatten es doch gerade beredet, oder? Meine Fresse. Wir machen gerade einen Film. Blöde Krähe. An dieser Stelle zitiere ich gerne den Uwe Kröger von T&T E-Mobility, der immer gesagt hat, steht er, dann lädt er. Das heißt also, wir fahren jetzt nirgendwo hin zum Tanken oder sowas, sondern wenn das Fahrzeug jetzt eh rumsteht, ich weiß nicht, wenn ich jetzt zum Beispiel Krankenpfleger bin, zu einem Ort fahre oder irgendwie Architekt zu einer Baustelle, dann würde ich den in der Zeit im Grunde anstöpseln. Die Zeit geht mir dann nicht verloren, er lädt wieder auf und ich komme dementsprechend hinten raus ein bisschen weiter. Wie gesagt, auch hier nochmal der Hinweis, es ist ein L7E-Fahrzeug. Das heißt also vergleichsweise zum Beispiel mit einem Silence S04, der lädt, glaube ich, mit 600 Watt. Das heißt, wir haben also dann hier schon einen deutlichen Vorteil. Während der Ari jetzt vor sich hier hinlädt, gibt es für euch ein paar Daten, Fakten, Zahlen. Viel Spaß dabei. Ja, so wahnsinnig viel findet man nichts über den Ari 902. Ich habe mal in den Papieren nachgeschaut. Da wird es als Hersteller genannt Winwax Asia Limited. Habe ich mal gegoogelt, habe ich nichts gefunden.
Aber was ich ziemlich interessant fand, dass jetzt hier drin steht, schweres Vierradmobil zur Güterbeförderung. Das macht natürlich Sinn. Wir haben einen Kofferraum mit 766 Litern Fassungsvermögen. Und bei der EG-Fahrzeugklasse L7E ist es so, dass Fahrzeuge für den Personenbeförderung maximal 450 Kilogramm ohne Batterie wiegen dürfen und für die Güterbeförderung aber 600 Kilogramm. Mir scheint, man hat hier also eine kleine Lücke genutzt. Die Firma Ari Motors, das ist kein Geheimnis, importiert chinesische Fahrzeuge mit 2-, 3- oder 4 Rädern nach Deutschland, genauer gesagt nach Borna, und passt sie dort dem europäischen Standards an, um sie dann zu verkaufen. Der Ari 902 wird als Poco Mai Mai in China gebaut und ihr seht, das ist im Grunde 1:1 das gleiche Fahrzeug. In Deutschland gibt es ihn in 3 Ausführungen, einmal als Pure, als Cargo und als Komfortvariante. Aktuell sind der Großteil der Kunden von Ari Motors Gewerbetreibende, daher haben wir jetzt die Preise ohne Mehrwertsteuer, das heißt also auf die Preise, die ich euch hier vorlese, kommen immer noch mal 19% Mehrwertsteuer obendrauf. Aber gerade mit dem Ari 902 richtet sich Ari Motors natürlich auch an Privatpersonen, die früher irgendwie einen Verbrenner hatten, die ein kleines Fahrzeug suchen, ein Fahrzeug von A nach B zu kommen, um zu pendeln, um auch mal ein bisschen Abschnitt wegzubringen zum BSR-Hof oder irgendwie sowas. Das heißt, in Zukunft wird es also hier eine Trennung geben zwischen Gewerbe und Privatkunden. Beim Ari 902 Komfort ist alles schon mit bei. Also eine Servolenkung, eine Klimaanlage, ein Rollo, Nebelleuchten, Assistenzsysteme und wir haben 4 Jahre Garantie. Beim Cargo, wie der Name schon vermuten lässt, gibt es dann einen Ladeboden, es gibt ein Trenngitter und richtige Verzoösen. Unser Testwagen ist der Ari 902 Pure und deswegen konfigurieren wir uns den mal durch. Wir haben in unserem Fahrzeug die 9,5 Kilowattstunden große Batterie, Lithium-Eisen-Phosphat, also LiFePO für 110 Kilometer. Es gibt die Option auf 10,35 Kilowattstunden für 140 Kilometer Reichweite und das, was jetzt hier nicht aufgeführt ist, 18 Kilowattstunden für bis zu 200 Kilometer Reichweite. Ziemlich interessant finde ich das Solardach für 1500 Euro, mit dem bis zu 15 Kilometer täglich reingeladen werden können. Und ihr habt auch hier die Möglichkeit, auch gleich ein Typ-2-Kabel mitzunehmen, dass ihr das Fahrzeug dann an öffentlichen Ladesäulen aufladen könnt. Das gleiche Kabel macht natürlich Sinn, wenn ihr eine Wallbox habt. Wenn ihr in eurer Garage nur eine normale Schuko-Steckdose habt, ist es tatsächlich auch kein Problem. Das Ladegerät für die Schuko-Steckdose müsste im Lieferumfang enthalten sein. Was ich euch sehr ans Herz legen würde, wäre das Paket aus Servolenkung und Klimaanlage. Das macht total Sinn. Und das Fahrzeug kommt aktuell mit Sommerreifen. Das heißt, ihr hättet jetzt auch hier die Möglichkeit, entweder Ganzjahresreifen noch dazu zu nehmen oder Winterreifen. Außerdem habt ihr noch die Möglichkeit, einen Dachträger mit dazu zu nehmen. Der ist sogar abschließbar, trägt bis zu 75 Kilo. Es gibt ein DAB Touchscreen Radio. Aktuell muss man das Handy im Grunde mit dem Fahrzeug koppeln, um halt eben ein bisschen Multimedia in Anspruch zu nehmen. Es gibt Schirmbezüge für die Vordersitze und Nebelscheinwerfer bei Bedarf. Wer möchte, kann sich noch ein Fahrerassistenzsystem zur Unfallvermeidung mit einbauen lassen für knapp 1000 Euro. Es gibt einen Holzladeboden mit 4 Verzoösen. Wenn ihr wisst, ihr habt jetzt schon irgendwie viel zu transportieren, dann macht das Sinn, das mit reinzunehmen. Dann habt ihr auch im Grunde eine ähnliche Form wie den Cargo. Es gibt eine Anhängerkupplung, die trägt bis zu 350 Kilogramm gebremst und hat eine Stützlast zwischen 50 und 75 Kilogramm. Das ist noch nicht ganz raus. Und zu guter Letzt macht total Sinn, dass ihr euer Fahrzeug gleich direkt vom Hersteller so folieren lassen könnt, wie ihr es euch für eure Firma gerne vorstellt. Die schwierigste Frage zum Schluss, welche Farbe soll es sein? Ihr habt weiß inklusive, feuerrot, hellblau und silbergrau, kosten knapp 490 Euro Aufpreis. Jetzt braucht ihr bloß noch den Namen eintragen, eure Firma, E-Mail-Adresse und dann bekommt ihr ein kostenloses Angebot innerhalb von 2 Minuten. Das probieren wir jetzt mal aus. Falls sich jetzt schon Fragen ergeben haben, habt ihr natürlich die Möglichkeit, bei Ari Motors direkt anzurufen. Das finde ich ziemlich gut, dass das hier verlinkt ist. Und wir haben das Ari 902 Datenblatt für alle Fragen, die ihr schon immer beantwortet haben wollt. Also Wendekreis, Nutzlast, Größe, Länge, Motorleistung, Akkugröße. Habt ihr hier alles mit bei. Finde ich auch ziemlich gut, dass es da schon gleich angehangen wurde. Ja, und das sind auch schon die beiden E-Mails. Wir haben jetzt also hier die Möglichkeit, den Fahrzeugkatalog inklusive Preise nochmal anzuklicken, anzuschauen. Das finde ich ziemlich gut. Finde ich ein bisschen schade, dass das nicht gleich auf der Homepage ersichtlich ist. Da muss man halt eben tatsächlich wirklich erst sich ein Angebot einholen. Und in der zweiten E-Mail haben wir dann im Grunde das Angebot für unser Testvideo. Ich bin mal gespannt, ob ich einen Anruf bekomme. Oh, ich habe ganz vergessen, die Farbe jetzt noch mit zu bestimmen. Wir haben den jetzt mal in weiß bestellt. Professional-Paket, denke ich mal, das ist dann die Klimaanlage und die Servolenkung. Wir haben den normalen Akku mit drin und wir landen jetzt hier bei 14.308 Euro, wo dann die Steuer nochmal oben drauf kommt. Das heißt also, im Grunde geht es los mit Mehrwertsteuer um die 17.000 Euro.
Ja, der Barpreis ist erstmal eine Hausnummer. Allerdings ist es so, dass die meisten Gewerbetreibenden natürlich nicht einmal diese Zahlung haben, sondern wir haben halt eben eine wiederkehrende Leasingrate. In dem Falle sind das knapp 300 Euro im Monat. Wenn ich das jetzt runterrechne, sind das nicht mal 10 Euro dafür, dass ich im Grunde ja ein fast vollwertiges Fahrzeug jeden Tag vor der Tür stehen habe, was ich dann nutzen kann. Und das wiederum ist dann wirklich ein ziemlich gutes Angebot. Wenn wir jetzt noch ein bisschen weiter runter scrollen, dann kommt noch das ganze andere Zubehör. Also wir haben jetzt nochmal die 18 Kilowattstunden Akku mit drin. Wir haben hier noch ein Glashebedach, es gibt die Anhängerkupplung, es gibt ein Sicherheitstrenngitter, es gibt Rammschutz. Also gerade wenn verschiedene Leute das Fahrzeug benutzen, dann macht es natürlich Sinn, das ein bisschen zu schützen. Ein Pannenset mit Kompressor und. Also ihr seht schon, da bleibt kein Wunsch unerfüllt. Sollte es doch etwas geben, was ihr gerne unbedingt haben möchtet, dann sprecht Ari Motors an, da findet sich sicherlich eine Lösung. Und mit diesen trockenen Zahlen verabschiede ich mich ins Wochenende. Wir sehen uns dann taufrisch morgen beim Wochenbeginn im Ari 90.2. Montag. Die Stimmung ist super, ich bin total erkältet. Erstmal Corona-Test. Oh, super, negativ. Wie ist hier die Stimmung? Naja, haben wir schon mal besser gesehen. Oh, mal gucken, euch diesen Kofferraum an. Ich glaube, ihr musstet die Tür nicht mehr so zuknallen wie ihr noch, Angie. Hier kannst du ein bisschen entspannter rangehen. Klack und zu. So, wir beiden Hübschen beginnen unsere Woche mit 100%. 116 Kilometer Reichweite ist prognostiziert und wir haben unseren Tageskilometer auf 0 gesetzt. Guck mal, wir haben ja sogar eine Reifendruckanzeige drin, das ist ja krass. Nochmal kurz zur Erinnerung, wir sitzen in einem L7E-Fahrzeug. Und hier sehen wir jetzt links, dass es eine Warnung gibt und wir haben 1,9 Bar. Das erscheint mir tatsächlich ein bisschen wenig, da werden wir nachher gleich nochmal die Luftpumpe ranhalten. So, haben wir das auch erledigt. Was? Naja, die hat Angst hier, da wird jetzt piepen. Also wir haben bis 20 km/h ein Piepgeräusch, einfach um die Passanten zu warnen. Ich fände hier so einen sphärischen Sound ein bisschen cooler als so ein Piepen, weil man hat es gerade gesehen, die Fahrradfahrerin hat sich komisch umgeschaut und fühlt sich jetzt auch gerade ein bisschen unter Druck gesetzt, aber ich kann jetzt hier nicht mehr 20 km/h fahren. Also das ist schon mal eine Sache, die mir schon mal so ein bisschen komisch aufstößt. Mal sehen, vielleicht gewöhnt man sich auch an den Sound. Ich würde es mir wünschen. Ich bin in die Kälte. Ich will ja nicht raus. Es ist gerade mal Herbst, der Winter steht noch vor der Tür. Ich meine, es ist kalt. Raus. Tschüss, Maus. Tschüss, bis nachher. Bis nachher. 15 Uhr. Jo, das ist doch mal eine Ansage. Die ersten 10 Kilometer liegen hinter uns. Zeit für einen Ersteindruck. Ich habe zu Beginn des Films schon gesehen, also dieses Fahrzeug sieht wirklich deutlich höherwertiger aus, als die Klasse verspricht. Dazu haben wir einen riesen Fußraum. Und auch nach oben habe ich hier mit 1,88 Meter noch massig Platz. Die Sitze sehen nicht nur gut aus, sie sind auch ziemlich bequem. Und das ganze Fahren und das Fahrgefühl ist wirklich super intuitiv. Also man muss hier jetzt keine Bedienungsanleitung lesen, um das Fahrzeug zu bewegen. Sehr gewöhnungsbedürftig ist tatsächlich das Piepen. Da würde ich mir vielleicht so einen sphärischen Sound wünschen. Und aktuell haben wir hier in diesem Fahrzeug keine elektrisch einstellbaren Spiegel. Ihr seht schon hier aus meinem Blickwinkel, ich habe das Problem, ich müsste die eigentlich noch deutlich höher einstellen, um was zu sehen nach hinten. Es geht aber nicht weiter. Das heißt also, ich muss mich leider so ein bisschen ducken, um dann den nachfolgenden Verkehr zu sehen. Hey, bitte. So, wir sind jetzt im Kraftwerk in Berlin-Lichtenberg, wo der Viktor von Black Team Motorbikes seine Bonfire Y vorstellen will. Wer sich für Motorräder interessiert, dem verlinke ich oben rechts mal das Testvideo von der Bonfire X. Oh, jetzt gehen mir sogar die Schranken auf, sehr geil. Und wir schauen uns heute mal die Bonfire Y an, die stärkste Bonfire aus dem Hause Black Team Motorbikes.
schlecht. So reicht mir schlecht. Ach, die Community ist schon toll. Das macht immer wieder sehr viel Spaß. Allerdings geht es ja in diesem Video eigentlich um den Ari 90-2, aber wir brauchen ja irgendwie eine Strecke, wo wir hinfahren können. Und jetzt geht's also weiter mit dem kleinen, roten, wie ich finde, knuddeligen Ari 90-2. So ihr Lieben, der Montag neigt sich dem Ende. Wir haben noch 76% im Akku. Restreichweite wird mit 88 Kilometern angegeben. Naja, weiß ich noch nicht so richtig. Und wir sind insgesamt 23,5 Kilometer gefahren. Hat sehr viel Spaß gemacht. Gute Nacht. Bis morgen. Dienstag. Boah, bin ich erkältet, ey. Blöder Herbst. Geht los? Ja. Dankeschön. Oh, das ist aber gute Laune. Wie kommt's? Er ist einfach ins Bett gegangen. Ah, so, wo stehen wir denn? Jo, wie meinst du? Keine Ahnung, einfach so, weil ich's kann. Ach Mensch, der ist schon schick und die Leute gucken auch echt. Hab rein. Hüp. Ich bin keine Katze oder ein Hund. Ich bin ein Mensch. Ich glaube, würde ich reinpassen. Viel Spaß, tschüss Mom. Ja, also wie fährt sich jetzt der Ari 90-2? Es ist alles wirklich mega intuitiv. Das Einzige, wo man sich ein bisschen daran gewöhnen muss, aber das checkt man auch ziemlich schnell, ist im Grunde die Fußbremse links, ne? Also die Handbremse, die jetzt eine Fußbremse dann ist. Ansonsten haben wir ganz normal im Grunde Bremspedal, wir haben den Drehgriffschalter. Was ich ziemlich cool finde, ist die Servolenkung. Das macht wirklich einiges aus. Also es geht deutlich leichter. Ich kann im Grunde einparken, einrangieren mit einer Hand. Das geht also wirklich ziemlich cool. Also das würde ich auf jeden Fall empfehlen. Zusammen mit der Klimaanlage im Set macht das total Sinn. Also hier drin ist es erstaunlich ruhig. Das Einzige, was man ab und an mal hört, wenn ich das Bremspedal benutze, ist so eine Art Kompressor, wahrscheinlich vom Bremskraftverstärker. Ansonsten ist es so, dass es jetzt nicht klappert in dem Sinne, dass jetzt hier irgendwie Sachen lose sind, sondern man hört es so leicht blechernd. Also ähnlich wie die Türen zugehen, so hört sich das halt eben auch beim Fahren an. Ist aber jetzt nichts, was irgendwie stört oder irgendwie sowas, sondern eher, was ich halt erwarte bei so einem Kleinstfahrzeug. Ansonsten ist alles da, wo man es vermuten würde. Also Blinker, Scheibenwischer, Wischwasser für die Scheibe, Rückfahrgang, Heizung. Also man muss hier nicht wirklich irgendwas gelesen haben, um das Fahrzeug gut bedienen zu können. Einparken funktioniert auch gut. Klar, mit einer Länge von unter 3 Metern und der wahnsinnig guten Auflösung der Rückfahrkamera ist das also für niemanden ein Problem. So, vom Anfahren ist er sehr spritzig. Das ist völlig ausreichend für die Stadt. Eine Rekuperation haben wir auch eingebaut, allerdings nur, wenn das Fahrzeug rollt und ich vom Gas gehe. Also wenn ich jetzt eine Ampel oder Hindernis rolle, dann habe ich fühlt sich das an wie so eine Motorbremse. Das heißt, der holt dann da auch ein bisschen was an Energie zurück. Wenn ich jetzt vorausschauend fahre, ist es ziemlich angenehm. Was leider nicht funktioniert, ist, wenn ich aufs Bremspedal trete, dass wir dann sozusagen eine Rekuperation haben, extra nochmal. Das ist jetzt aber in der Fahrzeugklasse aber auch völlig in Ordnung. Neben der Stufe D haben wir hier noch das E. Das ist dann der Eco-Modus und da kann man auch nochmal ein bisschen Strom einsparen. Die Beschleunigung ist dann halt etwas geringer und die Endgeschwindigkeit ist, glaube ich, bei 80 km/h abgeriegelt. Ansonsten steht heute neben Arbeiten nichts weiter an, außer die 10 Kilometer heute hin und zurück. Und aber auf dem Rückweg werden wir mal schauen. Wir haben noch die schlimmste Kopfsteinpflaster der Stadt vor uns und werden einfach mal schauen, wie sich das Fahrwerk anstellt. Also ihr hört wieder dieses Blecherne. Fühlt sich gut an. Nichts zu meckern. Also wir haben natürlich weniger Dämmung in diesen Fahrzeugen verbaut. Das merkt man auch, dass man halt eben die Abrollgeräusche, die Dämpfer so ein bisschen hört. Aber ist jetzt nichts im Vergleich zu Orange. Also es fühlt sich schon fast an wie ein normales Auto. Völlig in Ordnung. Absolut in Ordnung. Warte mal, wir haben da hinten auch noch eine Kopfsteinpflasterstraße. Dann nehmen wir die auch nochmal mit heute. Könnt ihr so sagen, ich habe mich verfahren, aber nee, wir wollen ja nochmal die andere Kopfsteinpflasterstraße testen. So, auf geht's. Sehr gut. Also im Twizy hätte er mich jetzt schon schreien gehört.
So, wir schließen diesen Dienstag mit 31 Kilometer insgesamt und wir stehen jetzt bei 67% bei einer Restreichweitenangabe von 78 Kilometer. Ich bin gespannt, morgen geht's auf die Stadtautobahn. Das wird also ein spannendes Thema. Bleibt unbedingt dran. Gute Nacht. Mittwoch. Heute ist mein freier Tag und heute geht es auf die Stadtautobahn. Ich bin sehr gespannt, wie sich der Kleine darauf schlägt. Wieso muss ich denn aber eigentlich mal deinen Ranzen schleppen? Tschüss, Lilo. Schön. Ah, die Fühle wird von Tag zu Tag dunkler morgens. Oh, komm, schnell rein und Heizung anmachen. Also ich muss sagen, an Tag 3 habe ich mich an das Gepiepse da vorne schon gut gewöhnt und es ist wie ein normales Geräusch. Man wird halt erkannt, ist vielleicht auch nicht verkehrt, weil man ja mit dem Auto doch wirklich ziemlich leise ist. Endlich auf der Autobahn angekommen. Er wird nicht merklich lauter. Also unglaublich. Und wir sind jetzt bei 50% des Akkus. Wir haben jetzt 43 Kilometer hinter uns und laut Anzeige noch 59 Kilometer im Akku drin. Wir fahren jetzt gleich runter von der Autobahn und ich muss sagen, ich habe mich jederzeit sicher gefühlt. Wir haben jetzt zwar keine Sicherheitsausstattung wie ein Airbag oder irgendwie sowas, aber erstaunlicherweise sind die 14 Zoll Räder doch ziemlich komfortabel. Ich kann gut gerade ausfahren, ich habe einen sehr guten Geradeauslauf, kann das alles sehr gut handeln. Ich musste auch mal ein bisschen stärker bremsen. Auch das ist gar kein Problem. Wir haben vorne Scheibenbremse, Trommelbremsen. Also auch da kam ich sicher mit dem Bremskraftverstärker zur Verzögerung, zur Abbremsung. Also Stadtautobahn, in dem Fall auch das Metier des Ari 90-2. Ich sehe nichts. Und ich muss sagen, trotz höherer Geschwindigkeit und Heizung, und wir hatten heute Morgen 3-4 Grad, ihr habt es gesehen, zwischendurch haben auch mal Leute Eis gekratzt, ist die Reichweite nicht eingebrochen und auch die Prozente gehen relativ gleichmäßig runter. Also das BMS scheint hier einen sehr guten Job zu machen. Rechts abbiegen auf Grenzallee. Ach, kicke an, hier sitzt ein Wego. Die habe ich auch mal angeschrieben hier wegen dem Seth Jojo. Aber das ist wieder ganz typisch in die Hosen gegangen. Keine Informationen, keine Rückmeldung, nix. Wir gucken mal kurz rein, wenn wir schon mal hier sind. Der sieht schon richtig spacig aus. Müsste auch ein L7E sein, also genau wie unser Ari. Hammer, oder? Ah. Ich muss da nochmal nachfragen, dass wir mal einen zum Testen bekommen. Der toucht mich optisch ziemlich stark. Ne? Der sieht schon echt ziemlich geil aus. Was jetzt nicht heißen sollte, dass mir der Ari nicht gefällt. Ganz im Gegenteil. Ich finde den ziemlich schick. Hinten diese Lichtleiste, das sieht aus wie vom MG4. Die Form, er sieht jetzt irgendwie gar nicht aus wie so ein ganz kleines Fahrzeug. Wenn er so alleine steht, dann wirkt er schon relativ erwachsen. Ja, schöne Alufelgen, 14 Zoll vorne wie hinten. Und auch vorne finde ich mit dem Deutschstreifen, erinnert er mich ein bisschen an den MG5, muss ich ganz ehrlich sagen. Einfach aufgrund dieses dunklen Streifens, der sich hier durchzieht, und des Nasenladers. Also ich finde optisch wirklich sehr, sehr gut gelungen. So, Berger Reisemobile. Wollen wir noch reinfahren? Alter Vater, das nenne ich mal eng. Ich glaube, ich bleib lieber hier oben stehen. Ich soll von meinen Eltern einen Teil abholen für ihr Wohnmobil und ich bin gespannt, ob das hinten reinpasst. So, das wird auf jeden Fall eine Challenge. Mal gucken. Es ist so, wenn man sich maßlos überschätzt, ja. So, dann hauen wir mal nach vorne. Ja, gelacht. Super. So, jetzt muss ich bloß gucken, wie ich hier von hier aus zu meinen Eltern komme. Aber zum Glück gibt's ja Handy-Navis. Juhu. Passt. Was soll ich sagen? Ich bin begeistert.
Mann, ist hier was los? Bei 20% angekommen, geht hier oben eine kleine gelbe Batterielampe an. Das wäre auch der Moment, wo ich euch empfehlen würde, das Fahrzeug aufzuladen bzw. es bis dahin so weit runterzufahren. Ja, wir haben jetzt noch einen Puffer von knapp 24 Kilometern laut Anzeige, aber man weiß ja nie, dann kommt eine Umleitung oder man muss doch nochmal schnell weg oder irgendwie sowas. Also das wäre jetzt sozusagen der Punkt, wo ich euch empfehlen würde, das Fahrzeug an die Ladesäule oder an die Steckdose zu stecken. Gefahren sind wir in der Zeit jetzt 74 Kilometer und laut Anzeige haben wir noch 23% Rest drin. Das heißt also, die 100 Kilometer scheint das Fahrzeug tatsächlich relativ entspannt zu schaffen. Ah, ich bin gespannt, ob wir die Schildkröte heute noch zu Gesicht bekommen. So ein bisschen träger ist die Gasannahme jetzt schon geworden, aber ansonsten funktionieren alle Systeme und die Heizung noch wunderbar. Wir sind jetzt bei 15% und ich merke, wie die Gasannahme jetzt ziemlich stark verzögert ist. Also er geht halt irgendwie kurz hoch auf 40, 45 und dann fühlt sich's an, als wenn er das irgendwie rückreguliert, jetzt zum Beispiel, als wenn er dann abbremst. Oh, bitte nicht liegen bleiben. Scheiße. Irgendwas habe ich jetzt falsch gemacht. So, ich gucke jetzt mal. Ich kann mir jetzt nur vorstellen, dass in D die Stromabnahme zu groß war, dass er dadurch irgendwie dann abgeregelt hat. Ich bin jetzt mal auf E wie Eco gegangen. Und wir kommen jetzt noch auf 40, 45 km/h. Es wird spannend. Spannende Phase beginnt. Also unter 20% würde ich nicht fahren. Wenn ich jetzt zu viel Gas gebe, dann fängt das eher an zu blinken. Ah, scheiße. Und der hört dann auch zu unterstützen. Ich komme jetzt aber nicht aus dem Blinkmodus raus. Normalerweise, wenn es geblinkt hat, dann war das so, dass ich nicht auf der Bremse stand vorher. Das heißt, ich mache jetzt das Fahrzeug aus. So, jetzt habe ich wieder E drin. Und wir bewegen uns langsam auf die rechte Spur. Ja, also wenn die Spannung zu hoch wird, die sozusagen aus dem Akku rausgezogen wird, dann scheint er abzuschalten. Das D oder das E fängt an zu blinken. Um es ja sozusagen wieder wegzumachen, muss ich den Motor kurz ausmachen oder die Zündung. Und dann kann ich wirklich mit ganz, ganz sachten Gasfuß jetzt noch ein paar Meter fahren. Ich werde jetzt aber tatsächlich wirklich zu meinen Eltern fahren und das dann sofort aufladen. Wir haben jetzt 80 Kilometer geschafft, wie gesagt, um die 5, 6 Grad. Nachts war es, glaube ich, noch ein bisschen kälter. Wir haben relativ häufig die Heizung angehabt. Licht war auch zwischendurch mit an. Das heißt also, 80 Kilometer sind auf jeden Fall safe mit dem Ari 90-2. Ich vermute mal im Sommer, wenn dann Temperaturen um 20, 25 Grad sind, dass er auch tatsächlich seine 110, 120 Kilometer schafft. Oh, relativ problemlos. Jetzt im Winter oder wenn es kühler wird, dann ist es natürlich nochmal eine größere Herausforderung. Was ich mir an der Stelle gewünscht hätte, wäre natürlich eher eine Abregelung der Höchstgeschwindigkeit, als dass er ausschaltet und ich im Grunde das Fahrzeug dann wieder starten muss. Und ist vielleicht eine Software-Sache, kann man vielleicht nochmal dran arbeiten. Finde ich dann schöner, dann fahre ich lieber mit 25 km/h, habe aber nicht das Problem, dass er sich abschaltet. Aber gut, wir haben die Steckdose erreicht, bin sehr froh. Bei 13% und 15 Kilometer Rest gibt es jetzt ordentlich Ökostrom. Ja, ich habe nicht zu viel versprochen. Für die normale Schokosteckdose brauchen wir jetzt ein Ladegerät, ne, was jetzt im Grunde die Kommunikation mit dem Fahrzeug übernimmt. Ne. Wir haben jetzt hier nur diesen normalen Schokostecker, der kann im Grunde nur an und aus. Und wir brauchen aber eine Kommunikation, die findet hier zwischen diesem Teil und dem Typ 2 Stecker dann zum Fahrzeug statt. Damit wir auch hier mal schauen können, wie viel das lädt, habe ich hier dieses kleine Teil mit eingepackt und jetzt stecken wir das Ganze mal an. So, Klappe auf, zack. Ach, wenn doch alles immer so einfach wäre. So, und das Ladegerät schaltet auch sofort auf Charging um. Das Ladegerät hat ja 1,5 kW, hier sehe ich jetzt 1,3. Kann durchaus sein, dass wir jetzt hier ein bisschen Limitierung haben durch die Schokosteckdose. Ist aber nicht weiter schlimm, weil steht er, dann lädt er. An der Ladesäule hatten wir 18 Ampere, ne? Hier sind wir jetzt bei 15. Ich vermute mal, dass das noch bis auf 16 hochgeht. Und ihr seht es, 13%. Ich habe gerade meinem Papa den Ari schmackhaft gemacht und dabei habe ich gesehen, dass jetzt drin auch bis 18 Ampere hochgegangen ist. Und auch hier am Stromzähler sind wir bei 1548 Watt. Bei normalen Fahrzeugen ist es so, dass die im Grunde zwei-, dreiphasig laden können. Bei dem ist es so, dass wir jetzt nur ein Ladegerät eingebaut haben. Und das hat eben 1500 Watt. Und die zieht er sich halt eben an der Ladesäule, wie halt eben auch an einer normalen Schokosteckdose. Das finde ich ziemlich gut. Das heißt also, ihr kriegt das Auto relativ schnell auch in der Garage voll. Das wäre natürlich so mein Wunschtraum, ne, dass man das hier einfach anstöpselt und dann ist man wieder voll. Aber auch öffentlich, habt ihr gesehen, geht es eigentlich ganz gut. Sehr schön. Jetzt gibt's erstmal Frühstück. Zweites Frühstück, um genau zu sein. So, voll gefuttert, gucken wir mal, was wir jetzt in knapp 3,5 Stunden eingeladen haben. 5,7 Kilowattstunden von 13% und wir sind jetzt gelandet bei 63. Dann würde ich sagen, geht's jetzt Kind abholen und dann ist der Tag auch schon wieder rum.
bevor ich winke. Hey, Frippi! Ja, sorry, ich stand im Stau. Hab dich trotzdem lieb. Was wollen wir heute machen? Kuchen backen oder was? Ja! Apfelbrot mit Pfirsichen und Bananen. Ich finde, das ist so lecker geschmeckt. Der Mittwoch nähert sich dem Ende. Wir haben jetzt noch 47% im Akku. Wir haben bei meinen Eltern knapp 50% geladen. 107 Kilometer sind wir insgesamt gefahren in den 3 Tagen bis jetzt. Und ich habe es geschafft, den Durchschnittsverbrauch von 9,9 Kilowattstunden pro 100 Kilometer auf 6,6 zu senken. Wenn das mal nix ist. Was kann ich noch sagen? Ich hoffe, der Tag hat euch, Alter, auch gefallen. Die letzten Tage. Und wir sehen uns bis morgen. Ciao! Donnerstag. Vorletzter Tag. Morgen wird der Ari wieder abgeholt. Zeit, sich ein paar Gedanken zu machen. Ich finde, der Fahrzeugklasse L7E wird in vielerlei Hinsicht zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt. Dankeschön. Ich habe diese Fahrzeugklasse für mich entdeckt, weil ich am Abend einfach keinen Bock hatte mehr auf Parkplatzsuche. Wir wohnen zum Beispiel genau eine Straße weiter als bis dahin, wo die Parkraumbewirtschaftung geht und die Leute parken bei uns hier, um dann nach drüben zu laufen, um dann dort zu arbeiten oder jemanden abzuholen oder was weiß ich nicht. Und der Plan ist in den letzten Jahren auch gut aufgegangen. Mit der Orange oder mit dem Ari habe ich bis jetzt immer irgendwie einen Parkplatz gefunden, weil der Platzbedarf einfach deutlich geringer ausfällt. Auch auf der Straße geben wir den anderen Verkehrsteilnehmern einfach mehr Raum. So kann ich zum Beispiel so einen Fahrradfahrer mit dem Abstand von 1,50 Meter ganz entspannt überholen. Mit einem Ioniq 5 zum Beispiel wäre ich da definitiv nicht durchgekommen. Die Sache mit dem verminderten Platzbedarf bringt mich gleich auf die nächste Frage. Müssen wir Autos oder Fahrzeuge überhaupt besitzen? Die Antwort werden wir in diesem Video nicht bekommen, dafür ist es jetzt schon zu lang, aber ja, gerade in Berlin haben wir ja doch einige Sharing-Unternehmen und das funktioniert auch ganz gut. Ne? Wenn ich mal ein Fahrzeug brauche, dann steht es da, dann kann ich das nehmen. Das bringt natürlich wieder andere negative Sachen mit sich, auf die wir gleich nochmal eingehen werden. Hi. Hast du da Katzenohren? Ja, mach jetzt mal. Ich will nicht mit Katzenohren berühmt werden. Du willst nicht mit Katzenohren berühmt werden? Okay, also sie will nicht mit Katzenohren berühmt werden, alles klar. Nächstes großes Thema ist natürlich der Preis der verhältnismäßig teuren L7E-Fahrzeuge. Die Firma Ari Motors hat auf ihrer Seite einen Button, wo sie die ganzen Förderungen für die Kommunen oder für die Städte mal zusammengefasst hat. Das ist, ja, es ist schon ein bisschen was, aber wenn man halt eben gerade nicht in der Stadt lebt, dann ist es halt eben doof und viele Sachen gelten eben auch nur für Gewerbetreibende und nicht für Privatpersonen. Fairerweise muss man natürlich dazu sagen, dass so ein Fahrzeug nicht nur aus dem Kaufpreis besteht, sondern halt auch den Betriebs- und den Folgekosten und da trumpft das E-Auto in jedem Falle auf. Viele Hersteller, Importeure und Firmen, die sich mit diesen L7E-Fahrzeugen auseinandersetzen, sind im BEM, im Bundesverband Elektromobilität, der sich auch sehr stark für diese Fahrzeugklasse einsetzt. Da gibt es zum Beispiel dann bestimmte Regularien, die man gerne irgendwie anpassen oder kippen möchte. Ne? Zum Beispiel habt ihr das vielleicht mitbekommen, dass der X-Bus, wenn er dann kommen soll, für 4 Personen ausgelegt sein soll. Das funktioniert eigentlich europäisch von der Regelung her nicht. Ne? Normalerweise so, dass diese Fahrzeuge nur 2 Sitzplätze haben. Jetzt frage ich mich natürlich schon, würde ich vielleicht mein großes Auto abgeben, wenn ich doch vielleicht beide Kinder mit bekäme, ne? Wenn jetzt hinten zum Beispiel eine klappbare Bank drin wäre. Das wäre zum Beispiel ein Gedanke, ne? Dass ich diese Fahrzeugklasse halt auf 4 Personen aufweite und hinten entweder einen Kofferraum oder halt eben eine kleine Sitzbank noch hätte als Notsitz sozusagen quasi, würde mir zum Beispiel den Umstieg noch deutlich erleichtern. Ansonsten geht es dem BEM natürlich um diese Förderungsgeschichten, ne, dass halt eben große Fahrzeuge der Klasse M1 gefördert werden mit einem Umweltbonus aktuell noch und diese L7E-Fahrzeuge leer ausgehen. Da geht es jetzt nicht darum, dass wir jetzt Geld brauchen oder wollen, sondern es geht einfach im Grunde darum, dass wenn ich jetzt zum Beispiel, nehmen wir einen Dacia Spring zum Beispiel, im Einstiegspreis mit der Förderung einfach günstiger bin als so ein L7E-Fahrzeug, wo ich ja dann doch schon qualitativ und auch komfortabel ein paar Einschränkungen in Kauf nehmen muss. Dann kenne ich noch den Levi e.V., da kann ich gerne mal oben rechts ein Video verlinken, wo wir den Ari 90-2 zum ersten Mal gesehen haben. Das war auf dieser Ausstellung von dem Levi, die sich auch für diese Kleinstfahrzeuge einsetzen mit 2, 3, 4 Rädern. Die halt auch gemerkt haben, dass gerade im urbanen, im Stadtbereich einfach zu wenig Platz ist für diese großen Fahrzeuge und auch im Grunde gar nicht der Bedarf dafür da ist. Ich habe jetzt gerade mal darauf geachtet, auf dem Weg hierher, ist euch bestimmt auch schon mal aufgefallen, dass in diesen Fahrzeugen größtenteils bloß 1, maximal 2 Personen sitzen. Und dafür halt aber 2,5, 3 Tonnen bewegt werden. Das ist auch nicht der richtige Weg, selbst wenn jetzt da statt einem Verbrennungsmotor dann ein Elektromotor drinne wäre.
Als ich vor ein paar Jahren mit dem Twizy angefangen habe und dann später auf die Orange, also dem Ari 8002 umgestiegen bin, da kam von außen oft das Bedenken nach der Sicherheit. Wir haben also hier bei den Fahrzeugen auch schon einen Fahrgastraum, wir haben beim Twizy teilweise auch schon einen Airbag vorne mit drin, wir haben Verstärkung an den Seiten. Das heißt also vom Schutz her ist man, glaube ich, schon ganz gut unterwegs. Mit vielen Leuten, mit denen ich gesprochen habe, ist das Thema Reichweite auch eigentlich kein wirkliches Ausschlusskriterium. Also viele berichten so gerne so von 80 bis 100 Kilometern, wobei ich glaube 26 Kilometer am Tag vom deutschen Durchschnittsbürger zurückgelegt werden. Das heißt, da sind wir also locker drin. Allerdings impliziert das natürlich die Frage nach dem, wo und wie kann ich das Fahrzeug denn aufladen. Und da kommen wir zum nächsten Punkt, der Ladeinfrastruktur. Ich muss ganz klar sagen, bei mir im Umkreis kommen eher CCS-Schnelllader dazu, also HPC-Charger, die dann halt im Grunde mit dem CCS-Stecker ausgestattet sind. Das bringt uns hier bei dem Fahrzeug leider nicht so wahnsinnig viel, die denn in sogenannten Charging-Hubs oder in Ladeparks zusammengefasst werden. Das heißt, wir haben dann da nicht nur eine Ladesäule, sondern gleich mehrere. Und das entspricht so diesem Verbrennerdenken. Das heißt also, ich fahre jetzt zu einem Rewe, ich fahre jetzt einkaufen oder ich hole mir Schuhe oder irgendwie sowas, was weiß ich, und habe dann da im Grunde den Ladepark, wo ich dann dorthin fahre und dann das Auto auflade. Also wie früher, ne? Wir fahren mal zum Kaufland, kaufen uns da ein paar Chips und dann gehen wir auch gleichzeitig tanken, weil es da günstig ist. Also so ist dieses Verbrennerdenken. Das ist in meinen Augen nicht unbedingt richtig, diese Schnelllader. In meinen Augen brauche ich eigentlich nur an der Autobahn, an den großen Landstraßen, Bundesstraßen, wo ich halt eben wirklich lange Distanzen zurücklege und dann halt einfach schnell laden möchte. Das, was leider sträflich vernachlässigt wird, beziehungsweise teilweise auch schon zurückgebaut wird, sind bei uns die Typ 2 Lademöglichkeiten. Ich habe bei den meisten Fahrzeugen tatsächlich die Möglichkeit, über Typ 2 zu laden. Bei vielen gibt es aber auch nur einen Schuko-Stecker. Gut, dafür gibt es mittlerweile ja auch dann Adapter. Da ist aber wiederum so, dass viele Ladesäulenanbieter im Grunde das nicht möchten und ihren AGBs das ausschließen. Die ein oder andere Ladesäule wurde auch schon wieder demontiert. Das finde ich ziemlich traurig. Und wenn ich mal ein paar Jahre zurückdenke, dann war das so, dass unter diesen Typ 2 Dosen im Grunde immer noch mal eine Schuko-Steckdose war. Die sind jetzt bei den neuen Ladern im Grunde komplett verschwunden. Das heißt also, wenn ich jetzt mit einem Twizy zum Beispiel ranfahre, muss ich mit diesen Adaptern arbeiten, habe dann diese 4-Stunden-Regelung, dass ich dann weg muss, wo der Akku halt aber vielleicht nach 4, 4,5, 5 Stunden erst voll ist. Und das könnte man in meinen Augen tatsächlich ganz gut verbinden mit diesem Schuko-Lademöglichkeit, dass man sagt, okay, dafür gilt im Grunde vielleicht ein anderer Preis oder ich habe halt eben dann nicht diese Standgebühren. Ja, also das wäre eine Möglichkeit, wo man viele Sachen irgendwie gut zusammenbringen kann. Ja, ich sehe schon den Aufschrei vor den Bildschirmen. Ja, man kann auch so lange nicht die Ladeinfrastruktur blockieren. Ein Elektrofahrzeug, egal welcher Größe, wenn es laden muss, muss es laden. Ob es ein rein elektrisches ist, ob es ein Hybrid ist oder ob es halt eben ein Kleinfahrzeug ist. Wenn es laden muss, dann muss die Ladeinfrastruktur dafür da sein. Wenn es nicht laden kann oder wenn man den Eindruck hat, es blockiert, dann sind einfach zu wenig Ladesäulen am Start. Ich hatte ja vor ein paar Monaten mal berichtet über die Firma OnCharge, die im Grunde dann bedarfsgerechte Ladeinfrastruktur aufbauen will. Die wurde in Berlin komplett blockiert, ja. Das heißt also, da gab es nicht mal großartig Kosten für den Senat, sondern die mussten halt eben nur den Parkraum zur Verfügung stellen. Und das funktioniert nicht. Und im Normalfall bräuchte man für diese Fahrzeuge sinnvollerweise auch diese Langsamlader im Grunde an jeder Laterne oder alle 5 Meter, dass man im Grunde diese Fahrzeuge wirklich am Parkplatz da, wo man steht, über Nacht auflädt. Ich habe den Ari vollgeladen übernommen und würde ihn natürlich auch gerne so zurückgeben. Aber in letzter Zeit sehe ich oftmals rot, wenn ich in die Lade-App reinschaue. Diese beiden Fahrzeuge, also einmal so ein Sharing-Anbieter und einmal ein Privatfahrzeug, stehen hier im Grunde seit gestern mindestens 16 Uhr. Und schade, leider kann ich jetzt hier nicht mehr erkennen, wie lange sie schon hier stehen. Früher war das möglich, da hatte ich hier halt immer noch die Ladezeitanzeige und da standen teilweise mehr als 23, 24 Stunden. Das blockiert natürlich wertvolle Ladeinfrastruktur. Gut, dafür können jetzt die L7E-Fahrzeuge nichts, aber es wäre halt eben schon schön, wenn zum Beispiel Miles einfach das ein bisschen im Blick hätte und sieht und sagt, okay, ich biete halt eben einen günstigeren Preis an für dieses Fahrzeug, wenn das dort weggefahren wird. Also da gibt es bestimmt schon Mechanismen, die man einsetzen kann, um sowas halt eben zu vermeiden. Ansonsten ist es tatsächlich so weit, dass ich mich bei Miles angemeldet habe, nur um diese Fahrzeuge tatsächlich von der Ladesäule wegfahren zu können, wenn sie da stundenlang stehen und ich wirklich laden muss. In dem Fall sieht es jetzt noch nicht danach aus. Meine Hoffnung liegen tatsächlich auf morgen. Und somit kommen wir langsam zum Ende dieses Videos. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Für euch gibt es jetzt noch eine kleine, kurze, kompakte Zusammenfassung und ein kleines Fazit. Freitag. Tag der Abholung und ich muss sagen, ich bin ein bisschen traurig. Und ihr habt es gesehen? Der Kleine ist nicht nur mir ans Herz gewachsen. Wer meinen Kanal schon länger verfolgt, der weiß, dass ich gerade diese L7E-Fahrzeuge ziemlich gerne mag. Ihr habt es in diesem ausführlichen Video gesehen, die Technik funktioniert, das ist also gar kein Problem mehr. Aber irgendwie hapert es dann am Image und die meisten Leute lassen sich nicht so richtig überzeugen. Darum ist es wichtig, dass ihr euch solche Videos anschaut, euch informiert, unter anderem beim BEM oder beim Levi e.V.
wie immer im Leben, müsst ihr halt entscheiden, ob so ein Fahrzeug in euer Streckenprofil passt. Ich hoffe jedenfalls sehr, dass ich euch einen kleinen Überblick über dieses Fahrzeug und die Infrastruktur ringsum geben konnte, dass ihr gesund bleibt, diesen Kanal vielleicht abonniert und dann sehen wir uns auch schon im nächsten Video. Bis dahin macht's gut, vielen Dank fürs mit dabei sein. Ciao, ciao. Das war's, jetzt könnt ihr wirklich abschalten. Ciao, ciao.